Morgen, Tag 11, mal wieder aus dem Auto. Heute geht es nach Oldenburg. Sind auch wieder über 2 Stunden und am Abend nochmal 1 Stunde, also viel Autofahren. Dann versuche ich noch ein bisschen zu arbeiten und bin noch zu Besuch bei glutenfrei-bier.com. Da verlinke ich dir dann unten noch den Link dazu und was da passieren wird, keine Ahnung, aber ich nehme euch auf jeden Fall mit. Viel Spaß! Ja, jetzt war ich fast 3 Stunden unterwegs. Das war super anstrengend. Nur eine kleine Pause. Bin schon richtig fertig so und es ist gerade mal Mittag. Jetzt schaue ich mir Oldenburg an und dann kommt das wieder. Das ist so inmitten von Oldenburg. Hinter mir ist das Landesmuseum. Das soll auch ganz bekannt sein. Auf Google kommt das auf jeden Fall ganz weit oben. Es windet ein bisschen, aber es ist schön angenehm. Und jetzt geht's zur Kirche. Oder was das sein kann. Mal schauen, was wir da essen. Jetzt geht's ins Lager zum glutenfrei-bier-Shop. Und bisher hat's ganz spannend geklungen. Keine Ahnung. Ja, ich hoffe, ich vergesse nicht zu filmen und nehme euch da auch mit. Das ist das Lager. So sieht das aus. Noch ganz klein, aber ganz viel Bier. Hier überall Bier, Bier, Bier und Karton. Und hier vorne haben wir einen Mitgründer oder der Gründer, oder? Genau. So, genau, Hanne, ja. So sieht's aus, da arbeitest du. Genau. Und da werden die Biere alle verpackt und dann zu euch gesendet. Genau. So, das war's auch schon wieder von heute. Mal wieder im Auto. Es geht noch mal 1 Stunde Richtung Hamburg. Da geht's dann morgen definitiv nach Hmburg. Aber jetzt machen wir erstmal 1 Stunde und dann gibt es eine Übernachtung. Und ich will mal sagen, es ist dunkel. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib gerne einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen, teilen und so weiter und so fort. Du weißt, wie es geht. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, gute Nacht. Tschüss.